Hier nun das zweite Beispiel zur Entity-Relationship-Modellierung. Betrachten wir einen kleinen Tanzkurs und hier die 1-zu-1-Beziehung. In den Tanzkurs sind Männer. Hier sind sie, der Karl, der Franz, noch ein Karl, O und ein dritter Karl. Ganz viele Karle. Und es sind Frauen im Tanzkurs, die Gabi, die Heike, die Sirka und einige andere mehr. Sie sprechen sich hier alle mit dem Vornamen an, deswegen sind die hier nur notiert, damit derjenige, der den Tanzkurs ausrichtet, die Leute noch auseinanderhalten kann. Nummerierte die einfach durch. So, dann kann er auch die Karls auseinanderhalten. Gibt denen also einfach Nummern. Ebenso macht er das bei den Frauen und kann so seine Listen führen. Zufälligerweise sind in diesem Tanzkurs Pärchen. Einige Einzelpersonen sind auch dabei. So ist denn hier der Karl mit der Heike verheiratet. Der Franz ist mit der Julia verheiratet. Und der Karl ist eng befreundet mit der Gabi. Wir haben aber immer nur eine Beziehung von einem Mann zu einer Frau. Also immer eine 1-zu-1-Beziehung. Das sieht, wenn man dafür eine Datenbank aufbauen wollte und ein RA-Modell aufstellen möchte, so aus. Ein Mann ist mit einer oder keiner Frau verheiratet. Das kann ja sein. Hier haben wir den Entitätstyp, den Mann. Und hier haben wir den Entitätstyp Frau. Die Beziehung, der Beziehungstyp dazwischen ist, ein Mann ist verheiratet mit einer Frau und umgekehrt natürlich auch. Wir haben hier als Attribute den Namen, den Vornamen und wir vergeben eine ID, um eindeutig die Männer und die Frauen unterscheiden zu können. Hier sehen wir jetzt auf einmal, dass ein Attribut an dem Beziehungstyp dran modelliert ist. Was könnte das sein? Vielleicht möchte derjenige, der den Tanzkurs ausrichtet und zufälligerweise ein Pärchen gerade Hochzeitstag hat, zu diesem gratulieren. Also würde ich hier das Datum der Hochzeit mit aufnehmen in meiner Datenbank. Also modelliere ich das hier an den Beziehungstyp mit dran. Also Beziehungstypen können auch Attribute haben. Hier haben wir die Kardinalitäten, eine typische 1-1-Notierung in der sogenannten Chen-Notation und die Min-Max-Notation sieht wie folgt aus. Ein Mann kann eine Beziehung, hier ist verheiratet mit, haben zu keiner Frau als Minimum. Oder zu einer Frau ist in Deutschland so üblich als Maximum. Das gleiche gilt für die Frauen. Also eine typische 0-1 als Min-Max-Beziehung oder eine 1-zu-1-Beziehung. Man nimmt immer die Chen-Notation, um diesen Beziehungstyp auszudrücken.